Ah, oh, weh, scheiß Windows. So, sorry. Ich habe es zumindest noch mal gespeichert, bevor. Oh, Wahnsinn. Ja, die Effizienz ist nicht so geil hier. Ich habe ein bisschen wenig Eisen, muss ich zugeben. Oh, da drin wäre ganz viel Eisen, aber ich komme da irgendwie noch nicht ran. Ja, drumherum links da Türme bauen oder Pioniere reinschicken. Na, ich glaube, ich war ein paar. Was brauche ich? Unit? Glaube, hier gibt es keine Miliz. Ein Unit? Ach Da so. stand irgendwas Unit, irgendwas bevor. Ah, ich brauche Sensen. Sehr gut. Da ist jetzt Arbeit für dich. Tools mit Worker. Ach, Unit, okay, gut, jetzt verstehe ich. 2 Sensen, bitteschön. Das ist Auftragsarbeit par excellence. Pflaster hier die großen Türme zu. Und dann hoffe ich, dass sie nicht mich angreifen. Aber ja gut, dann besser mich, weil bei dir steht ja noch gar nichts. Jetzt bild dir mal nur nichts ein, du mit deinen großen Türmen. Ich bilde mir nichts ein. Das muss reichen mal für den Anfang. Wie gesagt, da muss man gut aufpassen bei den Späßchen hier. Die kommen auf einmal an und dann püff, alles weg. Ich habe wenigstens das Speer rausgeschickt. Ja, meine Türme spähen hier rein. Dass sie die Vorhut hier. Aber jetzt muss wird Gold gegossen zukünftig und dann werden Elite-Einheiten gemacht. Muahaha. Die saumäßig viel Geld kosten, obwohl sie interessanterweise kein einziges Fleckchen Gold an ihren Rüstungen haben. Doch, manche schon, also bei den Römern, die haben dann bessere, also größere Helme und. Ja, aber keiner davon ist das gut, nur der des Kommandanten. Ja, das muss ich auch noch eine machen, ganz genau. Also, gut, dass du sagst. Ich verstehe aber nicht, was der für einen Zweck hat. Ich glaube, der pusht, der bufft alle anderen Einheiten. Bewacht alle anderen Einheiten? Bufft, Also also bufft. verstärkt die Werte. Okay, und welche? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Außerdem, man muss auch ein bisschen Gold einlagern. Wenn man Gold einlagert, dann wird die Kampfkraft erhöht. Glaube ich noch zu wissen, aber das kann natürlich alles Bullshit sein hier. Also. Ja. Man kann googeln, anstatt zu denken. Ja, aber wenn man das immer macht, dann weiß man nichts von Internet. Das ist immer dämlich. Deswegen. Da bin ich mal gespannt. Aha, es gibt nicht genügend freie Siedler. Was natürlich, das sind ja 2 freie. Ja, das setzt sich runter und dann wird sofort wieder. Ich hoffe mal, wir haben es jetzt geschafft, hier über die, wie heißt das, diesen Sweet Spot zu kommen, dass wir genügend haben, um den ersten Angriff zu überleben. Vielleicht kommt er auch nicht. Vielleicht hat die KI dazugelernt. Vielleicht hat GOG, weil wir spielen das hier über GOG. Ihr kennt das Games of Galaxy oder Galaxy of Games, irgend sowas. Vielleicht haben die hier was eingebaut, dass hier ein bisschen besser gemacht wird. Oder vielleicht ist sie einfach noch zu blöd zum Angreifen. Das kann auch passieren. Ja, das kann auch sein. Wie gesagt, ich glaube, zufälligerweise wird hier die KI Stränge gegeben. Manche gehen dann eher auf Militär, andere gehen dann eher auf Ökonomie und je nachdem bilden sie Soldaten aus. Wir graben uns zuerst hier mal natürlich ein, genießen das Wuseln und dann können wir ja eine Armee für den Angriff zusammenstellen. Okay. Das ist ja kein Problem. Oh ja, das Gold. Wo ist denn meine Goldschmelze? Da ist sie. Hierhin muss ich kommen.
Wie viele Schaufeln habe ich denn? Ich habe noch 2 Schaufeln. Lass mal 5 Schaufeln machen und ein paar Pioniere. Na, hast du wieder ein bisschen Arbeit. Ja, 5 Schaufeln, bitteschön. Da ist einer drin, da ist auch einer drin. Perfekt. Meine erste Festung wird fertig. Ah, sehr schön. Ja, Festungen sind natürlich ganz besonders mächtig. Vor allem mit Stufe 2 Soldaten drin. Oder Stufe 3. Aber das hast du noch nicht, oder? Nein. Boah, du hast ja richtig da die Festungen ausgehoben. 8 Stück? Holy moly. Da gönnt sich aber wer, hm? Naja, ich hab Platz. Oh. Natürlich, jemals reich sein, werde ich mir vielleicht auch nur eine Schachtel mit Cognac-Zigarren kaufen, nur weil ich reich bin, obwohl ich nicht mehr rauche. Das ist ja voll blöd. Ja, jeder macht mit seinem Reichtum, was er denn möchte. Von daher... Da, der fliegt. Ja, wer kann, der macht, heißt es doch. Soldier Needs? Ich habe immer noch zu wenig Siedler. Boah, ich erschrecke immer wieder, wenn ich... Hier, baut, das ist eine Priorität. Räubert alles aus, Mädels. Ich glaube, ich speichere zu oft, aber ich glaube, man kann nicht zu oft speichern in diesem Spiel. Asynchron ist immer schnell. Er kommt doch immer alle 30 Minuten warten und das Spiel seit 30 Minuten nicht gespeichert wurde. So? Müsste eigentlich kommen, aber nur wenn man es auf 30 Minuten eigentlich speichert. Okay, ich glaube, ich muss ein paar Lagerhäuser bauen. Ich überproduziere leicht. Ich glaube, der Trupp da oben findet keinen Soldaten zum Besetzen. Meiner? Ja. Ja, da ist schon ein Soldat unterwegs. Der latscht da ganz gemächlich hin, wie als gäbe es keine Eile. Aber da kommt er. Und dann geht's rund. Dann wird hier richtig fesch Eisen abgebaut. An Eisen mangelt es nämlich momentan ein bisschen. Ah, dann weiß ich ja auch schon, dass ich eine Spitzhacke brauche, oder? Ja, 2 Spitzhacken. Ah, ein paar mehr. Was soll der Geiz? Zwei Spitzhacken. So, ja, jetzt fehlt wirklich nur noch dieser Bereich hier. Das ist gut. Dann hole ich mir den jetzt mit. Ja gut, hab keine Möglichkeit. Jetzt hier raus. Na, läuft. Oh, ich brauch eine Axt. Eine Schlacht aus. Schade, hier... Okay, jetzt geht mir auch langsam das Eisen aus, also wird um keine neuen Soldiers mehr kommen. So, noch 3. Das sollte dann reichen hier. Ich habe ein bisschen wenig Baumeister, merke ich gerade. Wenn die die großen Umwege gehen, dann ist das natürlich bitter. Aber immerhin kommst du auf den gepflasterten Weg schneller voran als über die Wiese. Ja, das stimmt allerdings. Ich frage mich allerdings, warum hier das Wasser nicht geliefert wird. Komm an, ich brauche mehr. Ich brauche mehr von allem. Ich habe ja schon 5. Das Gold!
Ja, die haben gerade viel zu tun, deswegen wird wenig Gold geliefert. Fische sind zwar da. Ja, jetzt kommen sie mit Gold und Kohle an, endlich. Brauch mehr von allem. Bis ich hier mehr von alles habe, habe ich es wieder vergessen, was ich brauche. Klassiker. Du brauchst mehr von allem. Ja, was genau? Ich brauch mehr Steine. Wenn die nächsten drei Türme da gebaut sind, dann fühle ich mich relativ sicher, in Anführungszeichen. Also, wenn die mit 100 kommen, bin ich natürlich gefickt, aber dann habe ich natürlich auch meinen Friend hier, der mir sicher einen Satz schickt. Fragt sich nur, wie lange die Fetten da unterwegs sein müssen, aber ich habe leider kein Eisen für neue Waffen. Was hast du, kein was? Kein Eisen für neue Waffen. So, ja, klar. Wir könnten eine Handelskarawane machen. Bringt das noch was? Weiß ich nicht, aber dann stehst du bis zum Hals in Eseln. Bis zum Hals in Eseln stehen. Ja, ich hatte mal da mal 30 Esel unter Farm rum und wusste nicht mehr, wohin damit. Ist das auch was? Ja, die muss man dann halt in Karawanen organisieren. Oh ja, das läuft hier. Das läuft hier auch. Vielleicht noch einen Wasserboy. Mit der Zeit läuft das dann sehr gut. Die Wüste macht mir immer Angst. Was ist die Wüste? Die Wüste, ja. Warum? Das ist ein wüstes Gebiet. Immer wenn ich hinschaue, dann denke ich mir, oh Gott, wann kommen die? Wann kommen die? Ah. Ja, jetzt kommen zumindest hier mal meine Siedler raus. Ich verstehe das nicht. Das läuft erst an. Das läuft erst an. Aber zwei Gänse sind ready. Nice, jetzt geht's rund. Jetzt kommt meine Fleischproduktion in Schwung hier. Jetzt bin ich echt happy. Da, jetzt gibt's... Was war das? Da unten ist nichts in der Wüste. Stufe 5 Krieger gibt's jetzt. Stufe 5 Krieger? Ja, Stufe 3. Ah, hab ich jetzt doch gefunden. Einen Kommandanten und Stufe 3. Nein. So. Es muss beruhigend sein für die Einheiten, die hier sind, wenn sie sehen, wie hier vorne die Frontlinie wieder aufgebaut wird und aufgestockt wird. Okay, so langsam kommt das Eisen wieder in Schwung. Ja, die brauchen halt mehr Nahrung. Dumm ist, wenn gebaut wird, werden die anderen Rohstoffe nicht transportiert. Ja, das... Schwierig zum Austarieren dann in dieser Zeit. Fault mir hier das ganze Getreide auf den Feldern weg. Ich lagere das zwischen. Das Problem ist halt... Ja, also... Ich fülle für jede Rohstoffe fülle ich dann mein Lager. Ich habe hier zum Beispiel 24, 31 Bretter und... Ja, 6, 14, 21 Steine. Und wenn ich so einen Bauboom auslöse, dann geht's Vollgas ab. Ich brauche mehr Spitzhacken. Oh ja, gut, dass du sagst. Spitzhacken sind da, okay, ja. Stimmt, dann hole ich mir jetzt die Mineure. Was sind sie denn? Gardener, Saboteure, Priester, Geologen, Diebe und Pioniere. So. 5 Pioniere, bitteschön. Wie kann ich. Ach, die kann man so suchen. Shit, wo sind Pioniere? Gardener.
Was macht ein Gardener? Use the buttons below the number of... Ja, okay, aber was macht ein Gardener? Ich glaube, er legt den Sumpf trocken. Okay, Sumpf ist hier, das ist keiner. Ich habe da oben ein kleines grünes Fleckchen.